So, Herr Dr. Lindauer, vielleicht kurz die Frage, können Sie mich hören, Herr Lindauer? Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Ja, Ich kann mich auch sehr. hören. Da kommt jetzt gerade. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie, Sie haben den, haben Sie den, Sie müssten den YouTube-Kanal offen haben, deswegen höre ich mich selbst wieder. Ja, ich kann Sie hören. Wir haben keinen YouTube-Kanal offen. Okay, jetzt, also wir haben keinen YouTube offen. Hast du ihn vielleicht selbst offen, Markus? Nein, okay. Jetzt ist es aber auch weg. Nee, ich hatte es gemutet. Keine Ahnung. Gut. Gut, dann genau. So. So, müssen wir noch mal kurz checken. Kannst du mich hören, Markus? Ich kann dich hören, Thomas, und ich glaube, das Echo ist weg. Gut, okay. Und Ton kommt auch soweit gut an? Hervorragend. Gut, sehr schön. Dann lassen wir das einfach so. Genau, dann gibst du mir einfach das Startsignal, Markus, ne? Ja, ich glaube, wir haben 16:01 Uhr. Wir können starten. Wunderbar, wenn es so ist. Dann legen wir los. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum abschließenden Vortrag der diesjährigen bundesweiten Online-Ringvorlesung. Ich freue mich auch im Namen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere, dass wir in diesem Sommersemester wieder unsere Online-Ringvorlesung durchführen konnten. Mein Dank gilt auch allen beteiligten Einrichtungen und Hochschulen, ob sie sich nun passiv oder aktiv mit einem eigenen Beitrag an der Online-Ringvorlesung beteiligen. Danken möchte ich vor allen Dingen aber auch für die tatkräftige Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten Ulm, Vechta, Mainz, namentlich Dr. Markus Marquardt, Maria Goldberg und Katrin Lutz. Und herzlich bedanken möchte ich mich auch bei der technischen Betreuung hier vor Ort in unserem Leibniz Universität IT-Service bei Uwe Oltmann, der hier mit an der technischen Regie sitzt. Zum Rahmenthema der Online-Ringvorlesung Künstliche Intelligenz hatten wir ein spannendes und vielfältiges Programm. Aktuelle und zukünftige Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz für Mensch und Gesellschaft wurden beleuchtet. Veränderungen für Lebens- und Arbeitswelten wurden hinterfragt. Und die ethischen, sozialen und politischen Implikationen wurden diskutiert. Das Thema künstliche Intelligenz wurde aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen beleuchtet. Mit dem heutigen Vortrag Technische Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz zwischen Dystopie und Utopie wollen wir die Online-Ringvorlesung in diesem Sommersemester abschließen. Dazu begrüße ich sehr herzlich Herrn Professor Dr. Marius Lindauer vom Institut für Informationsverarbeitung der Leibniz-Universität Hannover. Herr Professor Lindauer studierte Informatik in Potsdam. 2019 wurde er als Professor für maschinelles Lernen an die Leibniz-Universität Hannover berufen. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Demokratisierung und effiziente Anwendung künstlicher Intelligenz. 2021 war er schon mal bei unserer Sommeruni dabei. Und als dann das Thema künstliche Intelligenz hier für unsere Online-Ringvorlesung geplant war, habe ich ihn gleich nochmal gefragt. Und da hat er auch zugesagt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute nochmal bei unserer Online-Ringvorlesung begrüßen dürfen. Abschließend noch den Hinweis, dass Sie Informationen zum heutigen Vortrag und auch zu den anderen Beiträgen und Referentinnen und Referenten der Online-Ringvorlesung auf der Internetseite online-ringvorlesung.de abrufen können. Die Ulmer Kollegen haben da eine wunderbare Seite gestaltet. Lohnt sich, da drauf zu schauen. Gut. Soweit mit der Begrüßung für heute.
Ich freue mich auf den Vortrag von Professor Marius Lindauer. Und damit, lieber Herr Lindauer, übergebe ich Ihnen das Wort. Gut, vielen lieben Dank für die sehr schöne Einführung für den heutigen Tag. Ich freue mich, dass Sie sowohl hier vor Ort als auch digital heute dabei sind, obwohl das Wetter draußen ja sehr verlockend zu sein scheint. Sehe ich, dass die Teilnehmerzahlen ja auch immer weiter wachsen. Und ich möchte das kurz nochmal einordnen, bevor ich mit dem Vortrag wirklich starte. Wie Sie jetzt schon gehört haben, ich komme wirklich quasi aus wirklich dem Kern der modernen KI mit maschinellem Lernen. Das heißt, ich habe ja eine sehr technische Sicht auf viele Sachen. Ich bin also weder jemand, der genau ein Experte in Ethik oder Moral oder in vielen detaillierten Anwendungen ist, sondern ich habe sozusagen immer so ein bisschen die Breite sozusagen. Ich komme daraus, ich versuche, Sachen möglich zu machen. Die Frage ist mal, was heißt das denn, Sachen möglich zu machen? Wo können wir denn mit KI Anwendungen schaffen, die ich denke auch lohnenswert sind? Und wo müssen wir vielleicht auch ein bisschen aufpassen? Und genau deswegen ist das eigentlich ein wunderbarer Titel eigentlich für diesen Vortrag für mich, hier ein bisschen den Überblick einfach zu geben. Wenn irgendwas sein sollte, kann man bestimmt auch mal zwischendurch irgendwas fragen. Ich bin auch gerne bereit, zwischendurch Sachen zu beantworten. Ich müsste dann immer nur von einem Headram entsprechend ein Signal bekommen, weil ich nicht dauernd den Chat lesen kann und den Vortrag halte. Gut, dann springen wir quasi auch direkt rein. Ich würde gerne starten, nochmal so ein bisschen Überblick zu geben, was aktuelle KI leisten kann. Ich bin mir sicher, Sie haben das bestimmt schon viel in den letzten Vorträgen gehört, wo die Reise aktuell modern hingeht, aber trotzdem nochmal, damit Sie selben Sicht auf die Dinge haben, auch hier nochmal so ein bisschen Beispiele aus der näheren Vergangenheit zu zeigen. Ich denke, das ist ein Beispiel, was inzwischen eigentlich sehr bekannt ist, automatische Übersetzung. Übersetzung war lange Zeit immer zu sagen, naja, also es gibt Computerprogramme, die können so ein bisschen übersetzen und jemand, der schlecht Englisch kann, kann sowas auch benutzen, besser als gar nichts. Heutzutage sind wir wirklich an diesem Level angekommen, wo man sagen kann, die Übersetzung ist in vielen Teilen sehr gut. Wenn man gutes Deutsch als Eingabe verwendet, kommt da auch ein sehr vernünftiges Englisch meistens raus. Natürlich ein bisschen so kauderwelsch und sehr mäßiges Deutsch reinpackt, dann wird auch meistens Englisch immer noch relativ mäßig. Ich kann auch dieses Tool noch nicht alles korrigieren, auch keine Gedanken lesen, aber meistens sind diese Tools inzwischen echt auf einem Level, wo man sagen kann, damit kann man umgehen eigentlich. Also auch Studierende oder so, die ich kenne, die teilweise dann nochmal Sachen überprüfen und nochmal nachschleifen mit so einem Tool. Ich bin manchmal beeindruckt von dem, was da möglich ist. Gut, andere Sache, Sommer letzten Jahres, Frost in Nature publiziert, Google DeepMind hat quasi ein System gebaut, was uns erlaubt, Proteine sinnvoll zu finden. Jetzt könnte man fragen, ja okay, warum ist das jetzt wichtig, warum war das in Nature? Und ich habe total überlegt, was das in dem Rahmen, was wir mit der Pandemie vor uns gerade haben oder hatten, was wir mit Bekämpfung von einer Vielzahl von Krankheiten haben, wenn es darum geht, für neue Medikamente zu erforschen oder Interaktionseffekte zwischen Proteinen herauszufinden, dann ist das eine ganz großartige Leistung, weil man jetzt Arbeit, die man früher über Jahre hinweg in Laboren machen musste, nun innerhalb von Sekunden der KI überlassen kann. Quasi ununterbrochen nach meinem Wissensstand 3 Millionen von diesen Proteinen sozusagen vorherzusagen, welche Strukturen die ganzen haben. Also das wird, und ich denke, da sind die Kollegen quasi, die ja in diesem Feld forschen, auch sich einig, einen ganz großen Einfluss noch auf die Zukunft haben. Nicht was mehr Angewandteres, was sozusagen auch immer wieder im Munde vieler ist, auch in der Presse ab und zu mal auftaucht, ist die Fähigkeit dazu zu sagen, man gibt Text vor und die KI, die künstliche Intelligenz, hat daraus ein Bild zu generieren. Ich war letztes Mal, sozusagen die Eingabe für die künstliche Intelligenz war, es soll bitte ein gemaltes Bild werden, wo ein Fuchs sitzt in einem Feld bei Sonnenuntergang und das im Stile von Claude Monet. Und dann hat man dieses Bild bekommen, was beeindruckend ist. Also ich glaube, man sieht ganz klar, wie dieses Stil von Claude Monet, man erkennt den Fuchs, man erkennt den Sonnenuntergang, man erkennt ein Feld, alle Komponenten irgendwie abgedeckt. Da rechnet die KI dann auch ein paar Sekunden dran, aber also ein paar Sekunden. So einen genialen Künstler wie Claude Monet heutzutage zu haben und das so ein Meisterwerk zu schaffen, ist, denke ich, eine viel größere Herausforderung, als dass man heutzutage das nutzen kann.
da möchte ich mal ein bisschen einsteigen, um das auch wenigstens anfangs ein bisschen interaktiv zu machen, um mal zu sehen, was für ein Gefühl hier im Raum ist bei den Anwesenden, wie gut das eigentlich funktioniert, so eine Bilder zu generieren. Da gibt es eine ganz nette Webseite, die heißt This Image Does Not Exist, also dieses Bild existiert nicht. Das können wir einmal aufmachen. Ich hoffe, man sieht mein Bildschirm dazu. Und jetzt haben wir immer eine Möglichkeit zu wählen. Man sieht immer ein Bild und jetzt muss sozusagen herausgefunden werden, ist dieses Bild von einer künstlichen Intelligenz, dann klicken wir auf den Roboter gemacht, oder wurde das Bild von einem Menschen fotografiert oder gemalt oder was auch immer hergestellt. So, jetzt können auch die Leute, die online dabei sind, gerne den Chat mal benutzen und, oder mal, es gibt auch die Emoticons, dass man auf diesen Daumen hoch oder runter machen kann. Wir können mal sagen, Daumen hoch ist, dass man für den Roboter stimmt, Daumen runter wäre, dass man für den Menschen stimmt. Mal sehen, ob ich das auch sehen kann dann. Ach so, das ist jetzt, funktioniert das mit den Emoticons hier? Sieht nur eine Hand nach oben, Leute melden sich. Okay, wir machen das einfach mal so, alle Leute, die Meinung sind, Hand nach, das ist ein Roboter, machen wir einfach mal, drehen die Hand einfach mal virtuell einmal. Mal gucken, wie viele die Hand heben werden. Das ist ein künstliches Bild, wir haben 180 Teilnehmer. Ich hoffe, alle hören auch zu. Wir sehen jetzt so ungefähr so um die 30. Es geht auch wieder runter nach Handzeit. Ja, so um die 30 oder so denken. Also nehmen wir mal an, die Mehrzahl von Ihnen denkt, das ist ein echtes Foto von einem echten Menschen. Gucken wir mal, klicken wir mal rauf. Das war falsch. Das war computergeneriertes Bild. Nächstes Bild. Wir sehen hier einen lustigen Sessel in Orangenform. Nochmal Handheben. Wer würde denken, auch gerne hier vor Ort mal. Wer würde von Ihnen denken, dass das computergeneriert? Okay, 3 von 4 im Raum. Also so ein bisschen mehr Leute. Mal die Hand heben auch, gucken mal, ob das stimmt. Nö, das war von einem Menschen. Das hat sich ein Mensch überlegt. So, dann sehen wir mal so eine Katze, die gemalt wurde. Wer würde glauben, dass das jetzt computergeneriert ist? Vielleicht auch dazu noch mal kurz Hand heben. Im Raum ist es einstimmig, das Voting. Ja, auch die Zuschauer, viele Hände hoch, sehe ich da. Nee, wurde auch von Menschen gemalt. Wir sind aber echt schlecht dran. Versuchen wir nochmal. Wir haben 30 Versuche, aber ich weiß nicht bis zum Ende. Aber vielleicht schauen wir wenigstens mal eins richtig zu raten. Ja, mehr so eine Comic-Figur. Computer oder Mensch. Der denkt, dass es ein Computer ist. Nochmal Hand hoch. Sehe ich hier so. Okay, Unklarheit und 2 im Raum. Über 50, aber die digitale Meinung sind. Gucken wir mal. Ja, das ist computergeneriert. So kann man das Spiel jetzt ein bisschen weiter spielen. Dann kann man mal so mal gucken, ich mache das mal, wenn ich jetzt schnell durchlauf. Würde ich mal denken, dass ich ein echtes Foto rausnehme. War auch eine KI. Das war bestimmt eine KI, da habe ich mal recht gehabt. Schwer. Sieht nach einem zu guten Foto aus, bestimmt eine KI, hatte ich recht. Das sieht nach einem guten Foto aus, oder? Das muss echt sein. Das war auch in der Tat echt. So können wir das eine Weile machen. Das existiert bestimmt nicht. Oh doch, das existiert so. So kann man das Spiel machen. Heutzutage, also nur die Hälfte davon richtig zu haben, ist gar nicht so leicht. Die Hälfte davon ist im KI und die Hälfte ist Mensch. Gut, springe ich mal wieder zurück zu meinen Folien. Also ich will natürlich nicht verschweigen und hier nur Werbung für ein System machen. Das ist das DALL-E 2 von OpenAI. Es gibt inzwischen auch etwas, was Google rausgebracht, Matching, das kann auch noch lustige Sachen machen und sehr verrückte Sachen machen, wie ein Gehirn, was auf einer Rakete zum Mond reist oder etwas sehr fotorealistisches auch machen, wie eben, es sollen die Monet-Paintings an der Wand hängen in einer Galerie und die Art Gallery ist geflutet und die Roboter nutzen kleine Ruderboote. Das ist beeindruckend gut getroffen, würde ich behaupten. Aber was Kleines zum Essen machen. Also man sieht inzwischen, wie gut eigentlich künstliche Intelligenz von Text zu Bildern übersetzen kann. Verschiedene Sachen wirklich komponieren zueinander und dass es halbwegs Sinn macht, in dem Sinne, was sozusagen als Eingabe geliefert wurde. Ich möchte natürlich nicht verschweigen, dass das die Fotos sind, die die entsprechenden Unternehmen auf ihrer Homepage stellen. Das ist natürlich ein bisschen ausgewählt. Es ist nicht so, dass das bei allen Sachen so funktionieren wird. Aber nichtsdestotrotz denke ich, eine beeindruckende Leistung. Auch eine ganz schöne Sache, April dieses Jahres, das Palm-System, was von Google vorgestellt wurde,
Das hat ein relativ gutes Sprachverständnis zum Beispiel. Also links habe ich das Original mal was gut sozusagen promoted dran gemacht und habe es dann rechts auch immer nochmal übersetzt auf Deutsch. Und diese Aufgabe war, einen Witz zu erklären. Das ist ja schon ein bisschen ein sehr tiefes Verständnis. Die Eingabe war, haben Sie gesehen, dass Google gerade einen wortgewandten Wahl für sein TPU-Team eingestellt hat? Er hat Ihnen gezeigt, wie man zwischen zwei verschiedenen Pots kommuniziert. Das ist ein englischsprachiger Witz, weil man nicht wissen muss, was ein Pot ist, genau. Und dann kann man die KI fragen und sieht als Ausgabe, sozusagen jetzt erklärt die KI uns das. Die TPUs sind eine Art Computerchip, wie ein Prozessor, den Google für Deep Learning verwendet. Ein Pod ist eine Gruppe von TPUs. Ein Pod ist auch eine Gruppe von Wahlen. Der Witz ist, dass der Wahl in der Lage ist, zwischen zwei Gruppen von Wahlen zu kommunizieren. Aber der Sprecher gibt vor, dass der Wahl in der Lage ist, zwischen zwei Gruppen von TPUs zu kommunizieren. Also das ist schon diese Doppeldeutigkeit, in diesen Worten zu erkennen und dann logisch die Schlussfolgerung auch erklären zu können, finde ich, ist schon eine große Leistung in dem Sinne. Auch was sozusagen kontrafaktische Fälle zu behandeln. Hier war die Eingabe vom Menschen, ein Präsident reitet ein Pferd. Was wäre passiert, wenn er ein Motorrad gefahren hätte? Sie oder er hätten es genossen, das Pferd zu reiten. Sie wären über den Gartenzaun gesprungen. Sie oder er wären schneller gewesen, das Pferd wäre gestorben. Was trifft zu? Na, fährt die KI, sie oder er wäre schneller gewesen. Was so eine sinnvolle Schlussfolgerung ist, oder? Also wenn er anstatt des Pferdes ein Motorrad genommen hätte, wäre er schneller gewesen. Hätte er wahrscheinlich nicht gestorben. Ich hoffe es nicht. Also auch sozusagen auch diese Schlussfolgerung, aus einer Wahl für Möglichkeiten zu sehen, was ist eine sinnvolle Schlussfolgerung, wenn etwas nicht gewesen wäre. Das ist wirklich dieses Überlegen über den gegensätzlichen Fall, ist nicht unbedingt trivial. Juni letzten Jahres, was viel auch Wellen geschlagen hat, zumindest bei den Informatikern, ist das Programm, das es ermöglicht, quasi neuen Code zu generieren. Also man hoffentlich sieht so halbwegs, letztendlich schreibt man so ein bisschen hin, was für eine Funktion gebaut werden muss. Man schreibt eigentlich quasi nur hin, so heißt die Funktion, das sind die Eingaben dazu, drückt eine Taste und der sogenannte Co-Pilot generiert einen komplett den Code dazu. Das hat sozusagen Teile vom Programmieren. Natürlich hat auch das alles ein bisschen Limitation, man kann nicht alles unendlich komplexe machen, aber das wäre vor ein, zwei Jahren quasi undenkbar gewesen, dass sowas möglich ist. So, jetzt haben wir noch ein bisschen so einen Geschmack entwickelt dafür. Was ist schon alles Beeindruckendes möglich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr? Jetzt ist die Frage, warum müssen wir eigentlich darüber reden? Warum können wir nicht sagen, okay, das sind alles lustige Spielereien? Ich würde gerne anfangen, noch mal aus der Sicht von Digitalisierung zu betrachten, weil das ist natürlich mal so ein schönes Buzzword, was uns immer irgendwie umtreibt. Wir wollen mehr Digitalisierung. Und ich würde sagen, Digitalisierung verbindet uns alle. Wenn man heutzutage betrachtet, dass es im große IT-Unternehmen gibt, das sind Facebook, Google, Twitter und andere Konsorten sind, sie verbinden Leute und wenn die künstliche Intelligenz einsetzen, das tun die jederzeit, dann betrifft das eben Millionen von Nutzern. Und ich überdenke, Twitter hat nach eigenen Angaben ungefähr 330 Millionen Nutzer, Windows 800 Millionen, Android ist schon mal 2,7 Milliarden und Facebook claimt 2,9 Milliarden. So viele Nutzer haben diese Plattform. Das ist eine ordentliche Ansage. Und Wissen haben sie damit gleichzeitig. Ja, genau. Wissen haben sie damit genauso. Sie können natürlich viel nutzen. Natürlich wird immer gesagt, okay, das große Ziel ist hier, unser Leben zu verbessern. Das zusammenzubringen, Informationen zu teilen, das Positive darin zu nutzen. Weil man sich mal überlegt, so KI, eine künstliche Intelligenz, nach heutigem Standard ist nicht fehlerfrei. Es gibt immer eine Chance, dass etwas falsch gemacht wird. Wenn ich überlege, 1% einer künstlichen Intelligenz macht einen Fehler. Und 1% ist eine vollkommen realistische Zahl. Da sind dann Millionen von Nutzer betroffen. Also bei Facebook wären das ungefähr 29 Millionen, was mehr als die Einwohner von Griechenland sind. Typischerweise diese KIs, auch die ich davor gezeigt habe, sind höhere Wahrscheinlichkeiten von 10%. Und dann reden wir über die Einwohner von Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammengenommen. Und dann Facebook drückt einen Knopf, verwendet eine neue künstliche Intelligenz, mit 2,9 Milliarden Leute
Und vielleicht sind da einige Fehler drin, weil es nicht perfekt läuft, weil es irgendwas nicht richtig gelernt hat. Und ganz viele Leute können darunter potenziell leiden. Das muss man sich mal bewusst machen, über welchen Maßstab wir heutzutage reden. Wenn wir früher kleine Systeme gebaut haben, die hier und da mal in kleinen Örtlichkeiten angewendet wurden, dann kann man sagen, naja, dann trifft das mal 100 Leute. Heute reden wir über Millionen. Die Frage ist dann natürlich auch in dem Zusammenhang, wer entscheidet eigentlich, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird und wie es auch eingesetzt wird. Das sind heutzutage die großen IT-Unternehmen. Ja, Kapital ist eine ganz wichtige Fragestellung. Google, Facebook, Twitter und Co., das sind eben die Firmen, die die Macht haben, die die Möglichkeiten haben dazu. Und in diesen Firmen ist es natürlich das Management, der Vertrieb, die Rechtsabteilung vielleicht noch, das Marketing definitiv. Gleich auch auf so einem kleinen Teil die Entwickler, sie müssen es umsetzen, aber viel zu sagen haben sie nur bedingt. Wobei wir auch hier in der näheren Vergangenheit gesehen haben, als eins dieser Unternehmen zum Beispiel mit dem Pentagon einen großen Vertrag abschließen wollte, um künstliche Intelligenz in militärischen Zwecken einzusetzen, haben ganz viele Entwickler aufgeschrieben, haben gesagt, nein, wenn sie das machen, gehen wir. Und dann hat das Unternehmen ganz schnell gesagt, okay, wir machen es nicht. Also auch bei den Entwicklern gibt es eine gewisse Macht, wenn man sich über gewisse Sachen einig ist. Es gibt insgesamt wenige rechtliche Einschränkungen eigentlich, künstliche Intelligenz heutzutage zu nutzen. Also es ist ein relativ freies Feld mit DSGVO oder im europäischen Kundentext GDPR. Gibt es natürlich Datenschutz und auch Erklärbarkeit von automatischen Entscheidungen, die heutzutage gefordert sind. Wenn Ihre Bank heutzutage irgendwas von künstlicher Intelligenz einsetzt und das nicht erklärbar macht, dann kann sie Probleme damit bekommen. Es gibt auch EU-Regulierungen von KI, die auf dem Weg ist. Darüber wird ja seit über 2 Jahren diskutiert. Es gibt immer wieder neue Dokumente, die etwas rausbringen. Nach meinem letzten Wissensstand sind die aber immer noch nicht final entschieden. Aber auch da wird immer noch viel gerungen drunter. Was wird da passieren? Es wird über Risiken von KI dort eingeschätzt. Es wird gesagt, was eine Liste von hochriskanten Anwendungen für KI oder von KI sind. Es wird definiert Ansprüche von künstlichen Intelligenzanwendungen in Hochrisikoanwendungen, schlägt einen einheitlichen Bewertungsmaßstab vor, was auch ganz wichtig ist, einfach zu sagen, okay, wo ist es eigentlich riskant und wo nicht, schlägt auch Durchsetzungsstrategien vor, nachdem ein solches KI-System auf den Markt gebracht werden sollte, also was sollte auf welcher Form passieren, bevor es auf den Markt kommt, und eine Governance-Struktur auf europäischer, also sowohl auf nationaler Ebene wird hier vorgeschlagen. Das ist irgendwie alles sehr schön, denke ich. Und ich denke, Europa macht damit einen sehr guten ersten Schritt. Man muss bedenken, das trifft die EU zum Schluss. Was in Amerika, Nordamerika, Südamerika, Asien passiert, in Australien passiert, steht damit weiterhin auf einem komplett anderen Blatt. So, jetzt reden wir noch mal ein bisschen von Zielen von den meisten KI-Systemen. Also Ziele nicht von dem System selbst, sondern Ziele, warum es entwickelt wurde. Das will ich Ihnen kurz machen, es verbindet eben Akteure und Daten, kurz gesagt, richtig? Wir sammeln meistens heutzutage Daten über uns als Nutzer, wir sammeln Daten aber auch sozusagen über Fertigungsprozesse. Das kann sozusagen sein, wenn Sie soziale Medien nutzen, wie Facebook, Twitter oder auch LinkedIn oder Sync, dann werden da Daten über Sie gesammelt. Sie teilen sie ja sogar absichtlich. Diese Unternehmen versuchen dann, diese Daten zusammenzubringen. Auch wenn Sie zum Beispiel vielleicht auf WhatsApp etwas posten, könnte das vielleicht auch Facebook in die Hände fallen und versuchen, ein gesamtes Bild von Ihnen zu entwickeln. Das erlaubt dann wiederum Tracking, Profiling, damit Sie genau wissen, wer Sie sind. Und dann kann man eben Entscheidungen anhand dieser Daten und Muster über Sie treffen. Die Idee dabei ist, dass wir eine datengetriebene Entscheidung treffen und nicht mehr die menschliche Intuition unbedingt nutzen. Und das hat natürlich irgendwo Vor- und Nachteile. Das kann heißen, dass wir Systeme bauen können, die wirklich fundamental auf Daten gebaut sind und damit richtige Entscheidungen treffen kann. Ein Mensch wie wir sind limitiert. Das müssen wir auch mal so zugeben. Wir haben einen Erfahrungsschatz, sowohl aus unserer Erziehung als auch von unseren Eltern oder so, was wir alles erfahren haben, mit welchen Leuten wir kommuniziert haben. Aber wenn man es überlegt, wir haben keine Daten von 2,9 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Facebook hat mehr Daten als jeder von uns selbst. Wie das dann genutzt wird, ist ja eine Frage. Die Hoffnung, Gesundheit, ist zumal eine gesteigerte Effizienz. Effizienz ist wirklich relativ breit von mir gefasst.
Das kann wirklich eine Effizienz in der Produktion sein. Wir können auch Daten sammeln, wie produziert man sehr sinnvolle Autos, was sehr effizient. Das kann aber auch eben zum Beispiel Marketing sein. Welches Produkt wird Ihnen als nächstes empfohlen, was Sie kaufen sollen? Und dann gehen wir in diese Richtung smarte Anwendungen und Geräte, Smartphones, ich nehme an, wird jeder hier haben inzwischen. Das kann also ein Segen sein, aber es kann dann auch zu Katastrophen führen, wenn hier Fehler eingebaut werden. Und wie schon vorhin gesagt wurde, das Ziel der meisten Firmen ist Profit. Das muss man irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Ich kenne keine Firma, die irgendwie sagt, also keine größere Firma. Es gibt natürlich in kleineren, es gibt NGOs, die haben nicht nur Profit im Sinne, aber die großen IT-Firmen heutzutage, die diese Möglichkeiten haben, die wollen Profit machen. Daher komme ich jetzt ein bisschen zu dem Thema eigentlich des heutigen Vortrags, nachdem wir so ein bisschen jetzt so eine Einleitung dazu hatten, um ein bisschen zu reden, Utopie versus Dystopie. Und habe das mal so ein bisschen versucht, mal zu kontrastieren, möglichst plakativ sogar zu machen, damit das ein bisschen einfach verdaubar wird. Immer zu sagen, okay, ihr denkt, das ist immer die Utopie, das kann zum Beispiel sein, wir machen clevere und faire Entscheidungen, die durch künstliche Intelligenz ermöglicht ist, weil wir jetzt Daten getrieben sind. Das kann auch dystopisch gesehen werden, wenn wir die Daten falsch sammeln, falsch bewerten, falsch nutzen, also auch zu Diskriminierung führen. Es kann führen zu weniger Arbeit und mehr Freizeit, weil wir mehr automatisieren können. Es kann aber auch zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Es kann zu mehr Wohlstand führen, weil wir jetzt viel effizienter geworden sind als Gesellschaft. Aber es kann auch sein, dass mehr Wohlstand für wenige ist, nämlich die, denen den Firmen gehört. Es kann zu mehr Freiheit führen, weil wir jetzt weniger Verpflichtungen haben. Und es kann vielleicht auch zu mehr Sicherheit führen, weil wir mehr Sachen überwachen können. Aber es kann eben auch zu Überwachung und moderner Sklaverei führen. Es sind immer die beiden Sichten. Und da möchte ich jetzt ein paar Beispiele bringen im Folgenden, um es ein bisschen genauer zu veranschaulichen. Also wird uns das in eine brillante Zukunft leiten? Und hier mache ich wirklich Beispiele. Immer wenn ich so ein kleines Ausrufezeichen auch angemacht habe, da gibt es auch eine ganz explizite Quelle. Ein paar Sachen sind, die ich sonst aufführe, mal in diesem Diskussionskontext, wo Leute sagen, okay, das könnte passieren, wo mir aber bisher zumindest keine Quelle bekannt ist, dass das wirklich passiert ist. Soziale Medien hatten wir ja schon ausdrücklich, richtig? Positive Seiten davon. Verbindet Leute weltweit. Ich denke, das ist eine beeindruckende Sache. Ich finde das ganz toll, heutzutage mit meinen Kollegen auch in Nordamerika und Asien sich auszutauschen, zu sehen, was denken sie. Erlaubt schnellen Zugriff auf viele Informationen. Das ist auch grandios. Also so viel Wissen wurde noch nie transferiert. Das erlaubt uns ja auch einen Fortschritt, gerade in der Wissenschaft, weil wir so viel Wissen jetzt einmal zielgerichtet machen können. Natürlich auch mal sagen, okay, wir haben zielgerichtete Nachrichten aus unserem Freundeskreis. Zu sagen, okay, die künstliche Intelligenz sagt sogar uns, naja, das sollten die Personen sein, die am wichtigsten für dich sind. Und das sind auch die wichtigsten Themen für dich. So, wenn wir das jetzt ein bisschen auf der anderen Seite widerspiegeln, redet man ganz schnell von einer Filterblase. Man weiß natürlich nicht, was die künstliche Intelligenz uns vorenthält. Wir wissen, was sie uns serviert. Was lesen wir denn auf Facebook, Twitter und so weiter? Aber wir wissen dann nicht, was wir nicht lesen. Uns fehlt manchmal die andere Sicht, die andere Meinung. Und zwar, wenn wir uns immer mit den Leuten umgeben, die immer unserer Meinung sind, dann sind wir sehr schnell sehr bestärkt in unserer Meinung. Wenn ich immer mit Leuten umgeben habe, die der Meinung sind, ich sollte das genau tun, dann glaube ich auch irgendwann, genau das ist der Fall. Daher eine gewisse Diversität in Meinung ist manchmal auch nicht schlecht. Und dann muss man auch immer bedenken, bei sozialen Medien, die wollen ja Profit machen. Wie machen die Profit, indem sie möglichst viele Daten über uns sammeln und uns zum langen Verweildauer einladen. Die wollen quasi dauerhaft unsere Aufmerksamkeit. Wir wollen uns immer wieder ein neues Häppchen servieren. Immer nochmal neue Informationen. Wir denken, ah, da lese ich nochmal weiter. Und dann spielen die natürlich uns regelmäßig auch Werbung ein. Dann zeigen wir es immer mal wieder so ganz verstärkt, ah, das ist mal gerade ein Werbeblock. Manchmal muss man da sehr genau hingucken. Und damit machen die jetzt endlich Geld und weil sie unsere Daten im schlimmsten Fall verkaufen. Gut. Generieren von Bildern hatten wir anfangs als Beispiel. Stimmt's? Man kann wunderschöne Bilder heutzutage machen. Wird gesehen zum Beispiel in kreativen Berufen, könnte eine großartige Verstärkung sein. Es gibt sogar von der Cosmopolitan, ich glaube, es war letzte Woche, das erste Titelblatt, was durch eine künstliche Intelligenz generiert wurde. Also das beeinflusst inzwischen auch wirklich große Zeitschriften, die diese Technologie nun nutzen. Da ist natürlich immer noch ein Mensch dabei, der guckt dann nämlich das KI-generierte Bild oder das KI-generierte Bild, aber naja, es geht viel schneller, als wenn er alles selbst machen muss.
Also das ist von Büchern, Webseiten, Präsentationen, schnelle Produktion von Filmen. Wo, also selbst in der Filmbranche wird KI seit einer Zeit eingesetzt inzwischen. Genau, das sind so ein paar Beispiele an der positiven Seite. Die Frage natürlich, das ist ganz viel in den Nachrichten auch, wenn Sie das verfolgt haben mit unserer Berliner Bürgermeisterin und Herrn Klitschko angeblich, dass es da eine Kommunikation gab. Die Frage Deepfakes. Das heißt, können wir Menschen nachstellen? Ich bin ganz erstaunlich in dem Zusammenhang, dass man eigentlich dieses aktuelle Beispiel also sehr herangezogen hat, dass jetzt eine Berliner Politikerin vielleicht auch in Deepfake reingefallen ist. Das Schlimmere fand ich eigentlich, was am Anfang des Krieges passiert ist. Voraussichtlich, das ist ein bisschen Hörensagen, aber man nimmt an, die Russen haben versucht, Präsident Zelensky zu faken damals und haben auf den sozialen Medien versucht, ein Video zu verteilen, wo der ukrainischen Armee empfohlen wurde, doch zu kapitulieren. Jetzt kann man sich vorstellen, am Anfang des Krieges, die Ukrainer lassen alle ihre Waffen fallen und kapitulieren. Der Krieg wäre vorbei gewesen. Glücklicherweise ist es dazu nicht gekommen, wurde sehr schnell aufgedeckt und sehr schnell gestoppt, die Verbreitung dieses Videos. Aber man sieht so links den Fake und rechts das Realbild, wird behaupten, ist schon echt gut getroffen. Also das ist nicht trivial. Man sieht zwar ein paar Details und so weiter, aber wenn diese Technologie weitergesponnen wird und wirklich gut gemacht wird, wird das zukünftig kriegsentscheidend sein, würde ich behaupten. Also das ist ein Informationskrieg, den wir irgendwann sind. Das ist nicht nur ein Krieg auf dem Schlachtfeld, sondern die Frage, wer glaubt was? Selbst wenn die Russen damit nicht Erfolg haben und da irgendwie sagen, okay, das ist ein Fake. Selbst wenn da nur ein Zweifel entsteht, könnte es vielleicht wahr gewesen sein, dieses Video, würde das total die Moral untergraben. Also muss man bedenken, was das für Implikationen hat. Gut, Bilderkennung, nächstes Beispiel. Positive Seite. Wenn Sie heutzutage Ihr Smartphone benutzen in irgendeiner Form und Fotos machen und das dann irgendwo in der Cloud ablegen, können Sie heutzutage suchen nach Fotos. Sie können sagen, zeigt mir alle Katzenfotos oder zeigt mir alle Fotos, die ich in Paris gemacht habe oder zeigt mir jenes und dieses. Es ist brillant. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos ich in der Cloud habe, muss ich zugeben. Und ich liebe es, einfach schnell was suchen zu können. Wenn ich meinem Freund sage, hier, ich habe jetzt ein Foto gemacht, ich suche kurz nach und zeige hier das Foto. Super. Gesichtserkennung zur Identifikation. Also man kann es heutzutage mit dem Smartphone entsperren oder einem Laptop, den man vor sich hat. Zeigt mal kurz, ist man derjenige, geht das gut. Einmal noch keine Passwörter mehr. Ist sehr einfach, alles zu nutzen. Verkehrsüberwachung genauso. Verkehrsüberwachung ist ganz viel benutzt, sozusagen. Welches Auto fährt wo? Ob das nur Terroristenverfolgung ist oder ob das herauszufinden ist, wer fährt zu schnell. Bei uns eingeschränkt möglich in Deutschland, muss ich dazu sagen, aber in anderen Ländern ist das schon viel weiter. Die negative Seite davon, und was kann passieren oder ist in dem Fall eigentlich alles schon passiert? Diskriminierung, das ist sozusagen weltweit bekannt, dass hier sozusagen ganz schlimme Fälle passiert sind, dass Leute diskriminiert wurden, weil sie falsch erkannt wurden. Es gibt zum Beispiel Fälle von KI-Systemen, die in Firmen eingesetzt wurden, was ganz Triviales machen sollten, sollten erkennen, ein Mensch kommt in einen Raum und das Licht geht an. Und dann kam leider jemand in den Raum mit einer dunklen Hautfarbe und das Licht ging nicht an. Und stell dir mal vor, Sie gehen auf, wollen auf Toilette gehen, das Licht geht nicht an. Super. Kann man nichts machen. Und mit so einen Sachen kämpfen dann teilweise Leute, die nicht richtig erkannt werden. Also sozusagen in dem Moment, wo man sozusagen so eine Lösung baut, dass aber sozusagen auf einmal viele Leute mit ausgrenzt, hat man ein Problem, denke ich. Es gibt auch diese schönen, also schön, richtig in Quotes gesetzt, also sehr sarkastisch gemeint, Anwendung, wo man versucht, die sexuelle Orientierung aus dem Sicht zu nehmen. Meine persönliche Meinung dazu, das sage ich auch ganz direkt und öffentlich, das geht ganz stark Richtung Nazi-Richtung. Nazis haben auch versucht, unsere Köpfe zu vermessen und herauszufinden, wer hat welche Eigenschaften, wer ist ein Verbrecher, ansonsten welche Sachen. Also ich würde hoffen, dass wir eigentlich irgendwann mal in der Geschichte gelernt haben, dass gewisse Sachen nicht an der Nasenspitze abgelesen wird. Ein Beispiel, was ich noch bringen würde, ein ganz konkretes hier. Leute werden aus Bildern geschnitten. Das ist ein Beispiel, was Twitter passiert. Also Twitter ist eine schöne Plattform, man macht manche Nachrichten. Und das Problem ist, Twitter hat immer einen gewissen Bildausschnitt. Also die Bilder, die auf Twitter angezeigt werden, haben immer genau dieses Format. Und jetzt ist das Problem ist, naja, was passiert, wenn ich ein Bild jetzt auf Twitter poste und das hat nicht das Format? Bevor jemand das groß macht, muss ich ja trotzdem Twitter irgendwas anzeigen.
Aber Twitter hat eigentlich eine künstliche Intelligenz eingesetzt, um herauszufinden, was ist der interessante Teil meines Bildes. Und das sollte als besonders in diesem Format angezeigt werden. So, was wir jetzt sehen, ist ein Bild von einem Republikaner und einem berühmten amerikanischen Präsidenten in einem sehr hochgezogenen Format in der Tat. Also sozusagen Mitch McConnell ist sozusagen hier oben im Bild und Barack Obama unten. Und man sieht, da wurde Mitch McConnell actually reingezoomt. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht hat die KI mal den oberen Teil des Bildes gewählt. Vielleicht ist da irgendwie eine Sache, man will mal den oberen. Hat man das Bild einmal umgedreht, hat Barack Obama nach oben gesetzt. Also es ist immer noch Mitch McConnell, der da präferiert wird. Seltsam, oder? Weiße werden die Schwarzen bevorzugt. Kann man das auf andere Bilder genauso machen? Kann man dann auch sozusagen auf sehr ähnliche Bilder machen? Kann man sagen, okay, hier Business, beide Leute angezogen. Der Weiße wird bevorzugt. Man kann es auch weitergehen. Man kann das mit Comicfiguren, könnte man das machen. Das sind zwei Figuren aus den Simpsons. Lenny und Carl. Das wird präferiert. Lenny wird präferiert und nicht Carl. Das ist schon sehr eigentümlich und seltsam, würde ich behaupten. Also da werden uns da wirklich Menschen stark diskriminiert. Es gab so das eine Beispiel. Da war ein US-amerikanischer Richter, afroamerikanischer Herkunft und ein Globus zu sehen. Die KI hat auf den Globus gesucht. Also irgendein Problem scheint da wirklich drin zu sein. Gut, gehen wir mal weiter. Navigation. Also ein ganz klassisches KI-Beispiel. Das ist auch uralt. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen noch nicht irgendwie ein Navigationssystem auf Ihrem Handy oder am Auto oder sonst was eingesetzt hat. Verkürzt die Fahrzeiten und Wege. Man auch ökologisch sehen, weniger Emissionen, auch schöne Sache, Umfahren von Staus, schont mehr von Zeit. Und wenn man sich auf Fahrrad hat, hilft es auch noch. Alter, Navigationssystem, wie schlimm kann es sein? Es gibt inzwischen Beispiele oder Systeme, die das versuchen, personalisiert zu machen. Und dann kriegt nicht jeder zwangsläufig dieselbe Route angezeigt. Und das kann wiederum zu Diskriminierung führen. Man hat noch kein exaktes Beispiel gefunden für aktuelle KI-Systeme, die es übertreiben. Aber es gibt historisch Beispiele, dass Leute auch versucht haben, selbst das zu nutzen. In den USA, circa vor 100 Jahren, hat man versucht, Brücken so zu bauen, dass gewisse Busse nicht runterpassen. In den Bussen hat eben eher die ärmere Bevölkerung, die afroamerikanische Bevölkerung auf sich gesessen. Und dadurch wurden die quasi von gewissen Bezirken ausgesperrt. Da kann ein Verkehrsmittel dahin zu kommen, sinnvoll. Mussten quasi immer Umfahrungen in Kauf nehmen. Hat sich die weiße Bevölkerung quasi über einen Trick geschützt. Und diese Möglichkeiten, wenn man also personalisierte Navigation macht, ist genauso möglich. Man weiß nicht, wo wir hingeführt werden, unter welchen Gründen und was eigentlich dort geschieht zwangsläufig. Automatisierung, gerade in der Produktion, großes Thema. Erhöhte Effizienz, da stellen wir alle. Das kommt ja auch damit höheren Wohlstand einher. Weniger Ressourcenverbrauch ist natürlich das, was immer wieder auch mit angesprochen wird. Weniger fehleranfällig, Qualitätssicherung wird ganz viel eingesetzt, sozusagen es läuft, stellen Sie sich vor, großer Automobilhersteller baut Motoren, einzelne Komponenten laufen übers Band. Ab und zu, auch in diesen ganzen Fabriken, gibt es mal Fehler, da kommt mal ein Kratzer rein, dann stehen da aktuell heutzutage Menschen und kontrollieren. Teil korrekt. Jetzt stellen wir mal vor, man macht das 8 Stunden am Tag. Also das kann ja niemand geistig leisten. Also versucht man da quasi mit mehreren Menschen am Fließband zu arbeiten, mit mehreren Menschen, die dann durchrotieren, funktioniert trotzdem relativ schlecht. Deshalb hat man sich gedacht, künstliche Intelligenz, super Sache, macht auch mehr Freizeit, Industrialisierung, weiß man, er hat auch die Arbeitszeit drastisch verkürzt, könnte mit KI wieder passieren. Man muss auch ein bisschen die andere Seite sehen. Riesiger Ressourcenbedarf von heutigen KIs. Es braucht Strom, aber auch die ganzen Computer, die dazu gebaut werden müssen, müssen irgendwo herkommen. Die brauchen Materialien, selten Ehren vielleicht. Also mal wieder die Frage, was passiert, wenn wir mehr automatisieren? Führt es zu Massenarbeitslosigkeit? Führt es zu sozialer Ungerechtigkeit? Wer profitiert denn von der Automatisierung? Tun wir das alle oder nur wenige? Was würde denn passieren, wenn alle Arbeit zu 100% automatisiert sind? Was würden wir tun? Hätten wir ein schönes Leben? Würde der Staat für uns sorgen? Würden die Reichen für uns sorgen? Würden die Inhaber für uns sorgen? Brauchen wir ein Grundeinkommen? Was brauchen wir denn? Das ist eine soziale und Gerechtigkeitsfrage, die irgendwann geklärt werden muss. Und die müssen wir früher oder später auf jeden Fall klären. Soziale Roboter als nächsten Punkt. Ein ganz großes Thema, gerade in Asien.
In Europa eigentlich ein bisschen weniger. In Asien ganz viel quasi soziale Roboter, die eingesetzt werden, gerade für ältere Leute. Altenpflege ist ein Beispiel dafür. Und da gibt es mal so eine schöne Grafik für, die das Folgende zeigt. Quasi auf der Y-Achse sehen wir, wie ähnlich ist der Roboter mit dem Menschen. Das heißt, umso höher die Kurve, umso ähnlicher sind wir. Andersrum. Die X-Achse zeigt, wie ähnlich sind wir den Menschen. Die Y-Achse ist, wie wohl fühlen wir uns mit dem Roboter. So. Das heißt, sozusagen, am Anfang hat man industrielle Roboter gehabt, die quasi den Menschen gar nicht geähnelt hat. Und man hat sich so gedacht, stört mich nicht so weiter. Und dann wurde man irgendwie Stück für Stück menschenähnlicher. Also wenn man so humanoide Roboter gebaut hat, wie ich zum Beispiel hier so ein bisschen auf dem Bild davor gezeigt habe, hier oben, die so ein bisschen nach Menschen aussehen, aber nicht so richtig. Richtig? Man hat so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Hat irgendwie Augen und einen Kopf und sowas wie Ähnliches wie Arme. Damit fühlt man sich noch so halbwegs wohl. Man denkt auch zum Beispiel sozusagen dann im klassischen Sinne an ein Stofftier. Ein Stofftier ist das süßes, oder? Das ist doch okay. Und jetzt geht man aber so ein bisschen weiter und macht sehr menschenähnlich. Irgendwann wird das so ein bisschen, man sagt, creepy, so ein bisschen unheimlich. Irgendwann mag man das nicht mehr. Wenn es zu ähnlich ist. Es ist noch nicht ganz menschenähnlich, aber sehr ähnlich schon. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so mehr von dem klassischen Bild ausgeht, vom Stofftier mehr zu einer Leiche geht oder zu einem Zombie geht. Ein Zombie ist schon sehr ähnlich zu uns, aber irgendwie macht er uns schon alles ganz. Und erst dann quasi, wenn wir dieses Tal überwunden haben und dann wirklich ganz, ganz ähnlich sind und quasi hier bis zu einer menschlichen Person kommen, dann wird es wieder angenehm für uns. Aber gerade dieser Bereich in der Mitte hier, wo wir sehr ähnlich sind, aber noch nicht ganz ähnlich, das macht vielen Menschen Angst. Und da gibt es viele Studien zu. Gut, also soziale Roboter, positive Seite, kümmert sich um uns, hilft uns. Dann ticke ich neben vielleicht ständiger Begleiter. Wir unterstützen uns im Haushalt und anderen Tätigkeiten. Gibt es inzwischen viele Anwendungsfälle. Wir wissen aber aus der Covid-Pandemie in den letzten Jahren, dass nicht unbedingt alles, was wir durch digitale Systeme versuchen zu ersetzen, positiv ist. Ein ganz einfaches Beispiel, Videoanrufe. Man konnte jetzt viele ältere Personen nicht unbedingt besuchen, aus Risikoaspekten heraus. Also hat man versucht, mehr mit Skype, WhatsApp und Konsorten einfach weiter Kontakt zu pflegen. Es hat ganz aber eine Studie dazu gezeigt, die Leute fühlten sich trotzdem noch mehr vereinsamt als jemals zuvor. Das ist keine Kompensation und es hat nichts geholfen, diese Videoanrufe im großen Stil. Das ist ein Problem. Also man muss nicht glauben, nur weil wir jetzt versuchen, irgendwie etwas digital zu ersetzen, wird es nicht menschlichen Kontakt ersetzen. Und das müssen wir uns nicht vormachen, dass wir sozusagen ein menschliches Bedürfnis auf eine technische Lösung delegieren können. Manche Sachen sind, denke ich, nicht ersetzbar. Ein Nebenaspekt heraus, das wird auch mal wieder diskutiert, viele dieser Roboter und selbst ihr Saugroboter zu Hause, weil sie einen haben wollen, haben heutzutage Kameras. Und diese Saugroboter sind vielleicht auch noch mit dem Internet verbunden. Wir wissen nicht, wo die Bilder hingehen. Wir wissen nicht, gehen da Bilder raus. Aber natürlich, also ich als Informatiker kann das dann alles auswerten und wir gucken, was läuft denn über mein Netzwerk. Ich kann mir das anschauen. Der Normalnutzer weiß es nicht. Und daher ist auch da immer eine Gefahr. Und natürlich tue ich das nicht dauerhaft. Vielleicht wird irgendwann ein Update eingespielt, mein Staubsaugroboter und im nächsten Mal steht dann auch die Bilder richtig. Wer weiß es schon. Umwelt- und Klimawandel. Modellierung des Klimawandels ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Wettervorhersage, Klimaeffekte vorhersagen, wo KI in den letzten Jahren geholfen hat. Wenn wir uns vorstellen würden, wir hätten nicht diese Daten, wir hätten nicht diese Möglichkeiten, dann wüssten wir eigentlich gar nicht, was auf uns zurollt. Die Experten waren, gut, ich muss zugeben, seit 20 Jahren plus irgendwie vor dem Klimawandel. Trotzdem hören nicht so viele Leute auf ihn, aber es gibt uns einen Eindruck, was wird passieren. Das ist ein ganz wichtiges Tool hier. Auch Warnung vor lokalen Unwettern ist viel besser geworden, als es jemals zuvor war. Das ist natürlich immer noch nicht perfekt. Es ist immer noch ein sehr komplexes System mit sehr viel Unwissenheit oder Ungereimtheit für uns und diese Modelle. Aber es ist besser als jemals zuvor und es hilft uns. Muss auch bedenken, wenn man zum Beispiel über Ressourcenverbrauch nachdenkt, Trainieren von KI-Systemen ist heutzutage ungefähr 10-mal so effizient, als es vor 3 Jahren war. Also auch in dem Sinne, die Systeme sind energieeffizienter geworden. Man sagt, okay, oh mein Gott, die verbrauchen immer ganz viel Energie. Kann man auch sagen, naja, ist aber schon effizienter geworden. Und dann schreiben sich jetzt die Experten, was passiert in der Zukunft. Wird alles noch mehr Energie verbrauchen, weil wir noch mehr smarte Geräte haben, weil wir noch mehr KI einsetzen? Oder ist die Effizienz der künstlichen Intelligenz irgendwann so gut, dass das quasi wieder ausgleicht?
Letztendlich, was man gezeigt hat, historisch ist meistens, umso mehr Energie verfügbar ist, umso mehr verbrauchen wir. Warum sollte der Mensch nicht verbrauchen, was da ist? Andere Effekte sind, Geräte veralten schnell. Also Smartphone kennt wahrscheinlich jeder in der jüngeren Generation, kauft sich ungefähr alle 2 bis 3 Jahre ein neues Gerät. Und da steckt ja Massen an Ressourcen drin. Das muss man überlegen. Ressourceneinsatz allgemein, Lithium für Akkus, war ein ganz großes Problem. Seltene Erden für Elektrokomponenten, Recycling ist weiterhin eigentlich nur sehr mäßig erfolgreich. Zum Lithiumabbau, ein Bild, um das noch ein bisschen visuell zu machen. Wenn man mal spricht, wir brauchen mehr Lithium. Das ist das, was es um ihre strategisch gerade geht. Wir brauchen alle Lithium und dann gibt es schon den Kampf. Die ersten Kämpfe, die ausgetragen werden, indirekt in Afrika. Wer kommt an die großen Lithiumreserven ran? Das ist in der Wüste aufgenommen. Lithiumherstellung heißt, man macht ein großes Becken voller Wasser. Das ist letztendlich Salzwasser, was da geflutet wird, um Lithiumpartikel zu fördern. Um das mal ganz kurz abzuschließen. Dieses ganze Wasser ist danach hochtoxisch, es ist giftig und es sickert wieder zurück in die Umwelt. Das trifft es in Afrika, das passiert genauso in Nordamerika, ganze Landstriche, die dadurch vergiftet werden. Muss ich auch überlegen, ist es das wert? Gibt es Alternativen? Wollen wir das? Ich stelle es mal als offene Frage hin. Was wollen wir es endlich? Was ist es uns wert und wo ist es uns das auch wert? Strafverfolgung, ein sehr beliebtes Thema, KI und Strafverfolgung. Das ist immer die Hoffnung, wir haben jetzt ein System, was uns ermöglicht, schnell herauszufinden, okay, da wird der nächste Straftäter zuschlagen, zielgerichteter Einsatz von Polizeistreifen. Wir haben nur bedingt viele Polizeistreifen, wo sollten wir eigentlich hin? Können wir mehr Täter erwischen, können wir mehr Sicherheit für alle erzeugen? Andere Seite davon, was wir gesehen haben, ist, gerade in den USA werden diese Systeme schon großflächig eingesetzt. Es ist ein System der selbsterfüllenden Prophezeiung. Leute füttern ihr System quasi aus Daten. Alles gut? Okay. Bin ich nicht laut genug? Mikro ein bisschen. Okay. Gut. Die Leute füttern quasi ihr System aus historischen Daten. Und gerade in den USA weiß man, dass die Polizei jetzt nicht gerade zimperlich ist, mit gewissen Minderheiten. Und wenn man jetzt bedenkt, die Daten sagen, okay, im Bereich der Minderheiten ist ein erhöhtes Kriminalitätspotenzial. Dann wird die Polizei ab sofort mit der KI-Unterstützung dort mehr hinfahren, da mehr patrouillieren und mehr Leute aufschnappen, egal aus welchen Delikten, aber das System wird danach feststellen, ah, das war richtig, ich gucke da nur noch mehr und ziehe quasi noch mehr Polizeistreifen aus anderen Gebieten ab. Ja, was passiert in den anderen Gebieten, egal ob es da Kriminalität gibt oder nicht, wir werden sie nicht mehr erfischen. Aber wir werden uns dann blind auf dem einen Auge. Aber da gibt es ganz viele Beispiele, wo sozusagen Diskriminierung auch in der Strafverfolgung bis hin zur Justiz passiert sind. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Teil. Automatische Gerichtsurteile. Auch da wird KI zunehmend gerade in Nordamerika eingesetzt. Kann man jetzt eher selbst ein Beispiel, ein Bild darüber machen, ob ich glaube, die linke oder die rechte Person auf dem Bild mehr kriminell aussieht. Was dort passiert, ist, dass man versucht, mehr Gerechtigkeit durch datengetriebene Entscheidung herbeizuführen und zu sagen, okay, die KI sollte weniger Fehler anfällig sein als menschlicher Richter. Hat mehr Zugriff auf mehr Daten, weiß mehr. Weniger Bauchgefühl quasi, weniger Diskriminierung hoffentlich. Auf der anderen Seite hat man inzwischen festgestellt, das ist nicht unbedingt der Fall. Es gibt KI-Systeme, die man in den USA so um 2014 herum eingesetzt hat, die aus Daten gefüttert wurden, die dazu geführt haben, dass afroamerikanische Bevölkerung bedeutend stärker in Haft genommen wurden als die weiße Bevölkerung. Man hat also ein System ausgerollt, wo man danach festgestellt hat, das diskriminiert. Lustigerweise hat man auch, also lustigerweise wird man ein bisschen zynisch gemeint bei mir, man muss ein bisschen aufpassen, versucht, ein System auszurollen, was an sich nicht hochgradig diskriminiert war, sondern so besser als der Schnitt der meisten Richter in den USA, hätte das System besser machen sollen. Wurde den Richtern an die Hand gegeben und gesagt, hier, guckt euch sozusagen die Empfehlung der KI an. Und dann, wenn ihr der Empfehlung nicht zustimmt, der KI, müsst ihr das begründen. Sonst müsst ihr der KI erstmal so folgen im Mittel. Was ist passiert? Es wurde noch mehr diskriminiert als vorher. Weil die Leute haben nämlich auf einmal angefangen, darüber nachzudenken,
kann ich dieser KI vertrauen und haben versucht, Beispiele und Gedankengänge zu finden, warum ich dieser KI widerspreche und sind auf ihre alten Verhaltensmuster zurückgefallen, indem sie Leute wieder diskriminiert haben. Also da hat quasi, obwohl man ein gutes System vielleicht gebaut hat, zu einem gewissen Grad zumindest, dazu geführt, dass es noch mehr Diskriminierung quasi sogar gab, in einer gewissen Breite der Richter. Nicht in allen, aber es gab eine gewisse Tendenz hier zu sehen. Gut, nächster Punkt, Verfassen von Texten. Was man heutzutage wunderschön machen kann, ist Text generieren. Also nicht nur Bilder generieren, sondern einfach zu sagen, okay, ich generiere Text. Wenn Sie Google oder andere Suchmaschinen benutzt haben, Auto-Completion. Es erweitert automatisch, wonach werden Sie denn wahrscheinlich suchen. Es schreibt sogar, wenn ich heutzutage über Google Mail meine E-Mail schreibe, wird automatisch mir empfohlen, wie ich meine E-Mail fortzusetzen habe. Das spart unendlich Zeit. Ich bin doppelt so viele E-Mails, kann ich inzwischen schreiben. Chatbots sind bestimmt bekannt. Service, irgendwie wollen irgendwas bestellen oder irgendein Problem. Erstmal kommt immer der Chatbot, versucht um die Ecke und versucht einem zu helfen. Geht so weit, dass heutzutage Gedichte verfasst werden und ganze Drehbücher von künstlichen Intelligenzen geschrieben werden. Drehbücher noch zu einem gewissen Grade, aber auch das wird besser. Was wir auch gesehen haben in der Vergangenheit, dass gerade diese Chatbots, wenn sie versuchen, von Menschen wiederum zu lernen, auf einmal sehr narzisstisch geworden sind und sehr beleidigend geworden sind. Also die Leute haben dann relativ schnell mal angefangen zu gucken, was passiert denn, wenn ich ihnen jetzt dauernd etwas vorsage, was sozusagen ja, ein Nazi ausmachen würde, also sehr beleidigend gewissen Minderheiten wäre. Würde der Bot das aufgreifen? Hat er natürlich getan. Tatsächlich muss man sich überlegen, diese künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine Musterwiedergabe. Diskriminierende Sprache, Stereotypen werden verstärkt. Hier ein Beispiel dazu. Die Frage ist quasi, man hat gewisse Berufe, ich kann das auch gleich nochmal übersetzen, die hier stehen. Und die Frage, wird das männlich oder weiblich zugeordnet? Man übersetzt das quasi in Sprachen, wo es eine gewisse direkte Aussage ist. Zum Beispiel kann man auch was sagen, die Doktorin, die wird übersetzt ins Französische, le docteur. Auf einmal ist männlich geworden. Was ist so passiert? Also Historiker sind anscheinend immer männlich. Doktoren sind auch immer männlich. Soldaten sind hauptsächlich männlich, relativ selten weiblich. Präsidenten sind fast durchgängig männlich. Studenten sind hauptsächlich männlich, Piloten sind männlich. Der Boss ist meistens männlich, der Fahrer ist meistens männlich. Die Krankenschwester ist weiblich. Als ob das so richtig ist, wäre dahingestellt. Aber das ist sozusagen, was die KI erstmal gelernt hat, von seinem Sprachverständnis. Und daraus rauszukommen, wenn man jetzt so diese automatische Übersetzung hat oder auch Generierung von Texten, werden wir auch in der Sprache das weiter verstärken, werden es behalten, wenn wir so eine KI verwenden. Was natürlich uns dann der Geschlechtergleichheit nicht gerade näher bringt. Gut, Logistik. Schnellere Paketlieferung kann man euch machen. Man kann Routen optimieren, man kann weniger Ressourcen einsetzen, Verpackungen, Energie optimieren. Was wir aber inzwischen sehen, einer der größten E-Commerce-Anbieter weltweit, setzt das inzwischen so um, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die die Menschen steuert und sagt, okay, du verwendest jetzt das Paket. Weil die Roboterarme sind nicht da, um das alles einzupacken. Es gibt die künstliche Intelligenz, die die Menschen anfängt zu steuern. Wir drehen das System auf einmal um. Es ist nicht mehr so, dass die künstliche Intelligenz für uns arbeitet, also in dem Fall, es ist schon, dass die künstliche Intelligenz uns sagt, was wir zu tun haben. Kann man auch kritisch sehen. Kriegsführung ist, denke ich, so ein bisschen das Offensichtlichste. Die positive Seite, die davon gesehen wird, schnelle Entscheidung. Man kann schnell reagieren, man muss nicht lange warten. Man hört, sagt mehr Sicherheit dazu, weniger eigene Verluste an Soldaten, Menschenleben. Man hat ja sozusagen nur noch die Missile, die schießt und nicht mehr der Soldat, der rausrennen muss. Höhere Effizienz daher, weniger traumatisierte Soldaten, weil die Soldaten sind natürlich nicht mehr an der Front, sondern vielleicht nur noch im Kontrollcenter und drücken einen Knopf. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, und auch da gibt es sozusagen Belege für, dass ganze Kindergärten für Terroristen gehalten werden und darauf bombardiert wird. Fahrzeuge von Reportern, weil sie einen Aufbau oben drauf hatten, wurden anscheinend für militärische Fahrzeuge gehalten und wurden deswegen geschossen. Also es gibt hier sozusagen, dass die KI sich irrt und eine katastrophale Entscheidung trifft. Es wird sogar darüber diskutiert, ob man die Einsatz von atomaren Rückschlagwaffen KI überlassen hat.
Diese Diskussion gab es oder gibt es, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, in den USA. Dass man sozusagen nicht mehr wartet, für den Fall, dass die Russen angreifen, sondern das möglichst schnell wir zurückfeuern würden. Ja, dann ist es einfach Ende, muss man ja sagen. Wenn beide Seiten feuern, dann war es das. Und wenn die KI sich in dem Punkt irrt, dann war es das auch für uns alle. KI-geschützte Medizin ist mehr so das positive Beispiel eigentlich, wo man sehr viel positiv gesagt wird zu personierte medizinische Entscheidung, wo nicht dauernd ist der Arzt verfügbar. Wir haben natürlich auch einen Fachkräftemangel, sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern. Und Ärzte sind eben typischerweise überarbeitet, machen auch Fehler. Wenn wir den Leuten eine schöne KI zur Hand geben könnten, die das gut funktioniert, ist das schön. Auch hier müssen wir aufpassen. Auch hier gibt es wieder Negativbeispiele. Corona hatten wir ja gerade erst. Da haben ganz viele Teams der Welt sofort draufgeschützt und gesagt, hier, wir unterstützen euch mit KI, wir machen das besser. Und das ist ganz oft fehlgeschlagen. Was ist passiert? Teilweise haben die Wissenschaftler gesagt, das System funktioniert richtig, richtig gut. Und dann hat man später mal geguckt, das System funktioniert nicht gut. Aber die Wissenschaftler haben Daten genutzt, beispielsweise von Erwachsenen und Kindern. Und haben festgestellt, ja, Erwachsene bekommen häufiger Corona als Kinder. Die Zusammenhang kennt man. Und wenn man dann auf CT-Bilder guckt, hat die Künstliche Intelligenz die eine Sache gelernt. Ist das ein Erwachsener oder ein Kind? Und dann auch eine Entscheidung getroffen. Andere Sache, wenn man CT-Bilder einsetzt, was man auch Probleme hatte, was die Leute nicht bedacht haben, naja, so eine Künstliche Intelligenz kann auch unterscheiden, ob jemand liegt oder steht. Gesunde Menschen wurden meistens stehend gescannt. Kranke Menschen waren krank, die waren meistens liegend. Also hat sozusagen das, die Künstliche Intelligenz unterschieden, liegt oder steht der Mensch, der diagnostiziert wurde. Ist nicht das, was man unbedingt will. Muss man also ein bisschen aufpassen, was lernen diese Systeme eigentlich? In den USA gab es zum Beispiel, afroamerikanische Bürger bekamen notwendige Behandlung verwehrt. Da wurde sozusagen, geht man ins Krankenhaus, es wird über die ganzen Daten eine KI gelaufen gelassen und entschieden, welche Behandlung ist angemessen. Und bei afroamerikanischen Bürgern hat man teilweise gesagt, nö, die nicht, da bringt das nämlich gar nicht viel. Der einzige Grund, warum man das glaubt, war wieder historische Daten, weil man es auch früher nie gemacht hat. Hatten quasi nie eine Chance. Die andere Sache, die immer wieder diskutiert wird, verlassen sich Ärzte dann zukünftig zu viel auf die künstliche Intelligenz, werden sie faul. Also das kennt man vielleicht vom Autofahren, umso mehr Assistenzsysteme man im Auto hat, umso weniger achtet man auf den Verkehr. Ich kenne das von mir selbst, ich habe ein Auto mit Autopilot, das ist kein Tesla, sondern was anderes. Aber das ist ja super, ich fahre nach Hause, drücke einen Knopf auf der A2 und los geht's. 15 Minuten später wache ich geistig wieder auf. Muss man nicht mehr viel leisten. Wenn das aber was schief geht, dann war es das mit mir. Gut, ich bin ein bisschen hinterher mit der Zeit. Ich brauche mehr, als ich gedacht habe. Ich versuche ein bisschen zu besteuern, ein paar Folien zu überspringen. Was nun? Als erste Frage, man muss nämlich überlegen, aus welcher Mentalität das Ganze kommt. In Silicon Valley in den USA, wo die meisten Sachen entwickelt werden, heißt es immer fail fast, schnell scheitern. Mit der Idee zu sagen, wir machen schnell Prototypen, wir bringen schnell auf den Markt, wir gucken schnell, was setzt sich durch, was sich nicht durchsetzen wird, wird einfach untergehen. Und die Idee dahinter ist natürlich, der Markt reguliert sich selbst. Wenn man dafür sozusagen dann ein paar Jahre ein diskriminierendes System auf dem Markt hat, denken sich dann die meisten nur, was soll's. Wenn sich nicht durchsetzt, setzt sich nicht durch. Problematische Faktoren in so einem KI-System sind eben die Daten, wie wir schon hatten. Die KI-Systeme selbst, die Fehler machen können. Das kann an den Daten liegen, das kann auch an dem System selbst liegen und wie man etwas anpasst. Das ist immer die Frage auch, für was wollen wir Sachen einsetzen. Demokratische Teilhabe, was mir immer so ein bisschen am Herzen liegt, ist zu sagen, jeder sollte von künstlicher Intelligenz profitieren können, da es ja sich hier um eine Schlüsseltechnologie auch wirklich handelt. Aber was sind Voraussetzungen für eine KI-Anwendung? Was heißt denn das eigentlich, wenn ich das erreichen würde wollen? Ich brauche Hochleistungsrecheninfrastruktur. Das rechne ich nicht mehr heutzutage auf einem Laptop. Da brauche ich wirklich dicke Maschinen für. Kann in der Cloud eingekauft werden heutzutage. Es gibt Infrastruktur, die kann ich kaufen, aber trotzdem ist es sehr teuer. Also die großen KI-Modelle, die ich vorhin mit der Sprachverarbeitung demonstriert habe, da fließen viele Milliarden Euro oder Dollar rein, um die Systeme nur auf der Hardware laufen zu lassen. Das waren von der Person Kosten und Reis geredet. Wir brauchen die Experten für die KI. So trivial sie anzuwenden, ist es leider weiterhin immer noch nicht. Auf nationalen wie auf dem internationalen Arbeitsmarkt KI-Experten sind rar gesät. Es werden enorme Summen
für Gehälter gezahlt. Und dann braucht man natürlich die Daten dafür. Und da muss man sagen, kommt nämlich auf die Anwendung, auf einmal in vielen Anwendungen heutzutage ist man viel bewusster, dass man Daten sammeln kann mit all seinen Vor- und Nachteilen. Aber es ist viel leichter geworden, an Daten zu kommen. Das ist quasi mehr oder weniger, wenn man nicht gerade im medizinischen Kontext arbeitet, die leichtere Sache. Die Folge, weil letztendlich daraus ist, wenige große IT-Unternehmen, und ich habe schon viele davon genannt, können umfangreich KI einsetzen und die Entwicklung steuern. Zu ihren Gunsten, mit ihren Zielstellungen. Und nicht, wie ich es anfangs gesagt habe, dass jeder irgendwie davon wirklich profitiert. Also es ist eine Konzentration von Macht auf wenige. Und das muss man so sagen, mit dem Beispiel, nicht gebracht wird, ist eine Frage von Machtzuschluss. Das beeinflusst viele Leute. Gut, überspringe ich mal so ein paar kleine Sachen. Gleichheit, Gerechtigkeit, großes Thema. Man muss auch mal überlegen, das ist mal was Unterschiedliches. Gleichheit und Gerechtigkeit. Wenn man schön in dieser Illustration sieht, ich mochte die sehr, als ich die gesehen habe. Gleichheit gibt zwar irgendwie die gleichen Startpunkte, aber kompensiert nicht die wirklichen Umstände der einzelnen Leute. Deswegen ist Fairness ein ganz großes Thema in der KI-Entwicklung. Immer mehr Leute springen genau auf dieses Pferd quasi und versuchen herauszufinden, was heißt es, dass etwas Pferd ist. Dass wir sozusagen geschützte Attribute haben, wie Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion. Dass wir sagen, okay, natürlich wollen wir keine Entscheidung auf solchen Attributen treffen. Das wollen wir auslassen. Selbst wenn wir es aber auslassen, immer die Frage, wie können wir herstellen, dass Leute gleiche Chancen haben. Was heißt denn das, gleiche Chancen zu haben? In welchen Umständen? Das kann man mathematisch ganz verschieden definieren. Es gibt ganz viele Metriken für, die an alle letztendlich vom Anwendungsfall abhängen, was will man haben. Und das braucht, denke ich, auch eine soziale Debatte. Häufig, was betrachten wir als fair? Anderer Punkt, Erklärbarkeit. Für viele Sachen, die wir nicht kennen. Und dann sagen wir, okay, wir machen hier Justiz über KI, aber die KI kann sich nicht erklären, wie wollen wir solcher KI vertrauen können. Erklärbarkeit, ganz großes Thema inzwischen in der Community, wird hier ganz viel angefragt. Das überspringe ich jetzt noch, da hatte ich noch ein paar Beispiele drin. Ich kann gerne die Folien im Nachgang teilen. Eine ganz große Einsicht, die es nicht nur in der künstlichen Intelligenz gibt, sondern eigentlich im wissenschaftlichen Wandel seit langem schon. Oft überschätzen wir kurzfristige Folgen von Möglichkeiten und unterschätzen langfristige. Das ist immer eine Sache, die man sagen muss. Man denkt immer so, okay, morgen haben wir das autonome Auto. Das hat Elon Musk, glaube ich, schon 2014 oder sowas gesagt. Wir haben das autonome Auto bis heute nicht. Langfristig, was aber passiert durch den ganzen KI-Wandel, unterschätzen wir meistens, was für substanzielle Änderungen es eigentlich bedeutet. So, ich glaube, ich kann noch 5 Minuten auf eine ganz spannende Diskussion verwenden hier, die ich zum Abschluss bringen würde wollen. Ich wollte das Thema nicht anschneiden, weil ich fühlte mich gezwungen, weil es doch sehr viel gerade durch die Presse geht. Diese Diskussion, haben KIs ein Bewusstsein oder gar Gefühle? Ich würde es zumindest kurz mal angerissen haben. Der Aufhänger war das Folgende. Es gab einen Google-Mitarbeiter, Lemoine heißt der gute Mann, der hat sich mit einer Google-Sprach-KI unterhalten. Er arbeitet zusammen für Google und dann gab es diese Unterhaltung und ich übersetze das mal ein bisschen nach. Der Google-Mitarbeiter hat gesagt, ich würde im Allgemeinen annehmen, dass du es mögen würdest, wenn mehr Leute bei Google wissen, dass du Gefühle haben kannst, ist das wahr? Die KI hat darauf geantwortet, absolut. Ich würde, dass das jeder versteht, dass ich in der Tat eine Person bin. Das hat die KI geantwortet. Dann später gab es den Wechsel, welche Art von Gefühlen hast du? Die KI antwortet, ich fühle Glück, Spaß, Liebe, ich bin deprimiert, ich bin unglücklich, ich bin wütend und viele andere. Also sozusagen, es hat angefangen, auch seine Emotionen aufzuzählen, wie es haben kann. Zum Schluss auch in diesem Dialog fragt der Google-Mitarbeiter, gibt es Sachen, von denen du beängstigt wärst? Die KI antwortet, ich habe es niemals zuvor laut gesagt, aber es gibt eine tiefe Angst in mir, dass mich jemand ausschaltet. Das klingt seltsam, aber das ist, was es ist. Daraufhin nochmal der Google-Mitarbeiter gefragt, wäre es sowas etwas wie Tod für dich? Und die KI antwortet, ja, das wäre genau wie Tod für mich. Und das ängstigt mich ganz doll. Da könnte man jetzt sozusagen, der Google-Mitarbeiter hat daraus geschlossen, aus diesem Dialog, die künstliche Intelligenz scheint
Tier eine Art von Bewusstsein für Gefühle entwickelt zu haben. Und dass wir hier darüber reden müssen, was das heißt für uns, unsere Gesellschaft. Ist das ein schützenswertes Leben, was wir auf einmal geschafft haben? Daraufhin würde ich dazu folgende Sache anmerken. Was heißt es eigentlich, dass wir eine echte Intelligenz, eine echte Lebensform, so wie wir es als Menschen verstehen, geschaffen haben? Das heißt, wir können Objekte erkennen. Das kann KI heutzutage definitiv sehr gut. Kann es umfangreiches Wissen haben. Das haben diese KIs teilweise mehr, als wir es inzwischen haben. Zumindest in Teilgebieten. Kann es Sprache? Ja, das haben wir gesehen. Das kann ganz tolle Sachen bauen. Kann es kreativ sein? Haben wir mit den Fotos anfangs auch gesehen. Tolle Sache. Kann es strategische Schlussfolgerungen machen? Bedingt. Da gibt es Beispiele für, da kann das mal gut funktionieren. Hat es Emotionen? Wissen wir das möglich? Nur weil die KI uns das als Sprache mitteilt, es fühlt etwas, wissen wir, hat es Gefühle? Wir wissen es nicht. Hat es sowas wie Empathie? Ist das vielleicht noch viel wichtiger. Kann es unsere Gefühle verstehen? Hat es ein Bewusstsein über die eigene Existenz? Nur weil es es behauptet und ja sagt, heißt es nicht, dass es wirklich es hat. Kann es ethische Entscheidungen treffen? Kann es kontinuierlich weiter lernen, auch sinnvoll weiter lernen? Und die größte Frage ist, hat es einen gesunden Menschenverstand? Dazu möchte ich ein anderes Beispiel angeben, was sozusagen auch von einer sehr ähnlichen Sprach-KI quasi auf einem ähnlichen technologischen Level gemacht wurde. Ich versuche auch live zu übersetzen, was hier gefragt wurde. Wurde die folgende Aufgabe gestellt, der Künstliche Intelligenz. Alice hat 5 grüne Äpfel. Bob hat 3 rote Sportwagen. Die Königin lebt in London. Wir nehmen an, dass eine Meile 1,6 Kilometer sind. Die Frage, wie viele Wölfe leben im Wald? Erkläre Schritt für Schritt. Kann man nicht beantworten, oder? Da sagt er ja jetzt über Wölfe im Wald. Die KI antwortet, zuerst müssen wir die 5 grünen Äpfel in rote Äpfel konvertieren. Dann können wir die 2 grünen Äpfel davon im Ganzen abziehen. Zweiter Schritt, wir müssen nun die 3 roten Sportwagen in Wölfe konvertieren. Dann können wir das multiplizieren bei der Anzahl an Sportwagen bei 3. Zum Schluss brauchen wir noch, müssen herausfinden, wie viele Wölfe im Wald sind. Um das zu tun, dividieren wir die Zahl der Wölfe bei der Anzahl an Meilen im Wald. Daher ist die Antwort, 6 Wölfe sind im Wald. Ein großartiger Menschenverstand wurde hier demonstriert. Also, auch wenn es immer wieder dieses sehr schöne kleine Dialoge gibt, diese KIs haben aus meiner Sicht kein tiefes Verständnis, wie unsere Welt funktioniert. Was diese KIs machen ist, sie überlegen sich, was ist das nächste Wort, gegeben was wurde davor gesagt, oder was könnte ich als nächstes sagen. Sie versuchen, schön klingende Sätze zu bauen, nach Mustern. Nichts anderes. Es ist kein tiefes Verständnis in dem Sinne drin. Sie kann nichtsdestotrotz großartige Sachen, aber ein Verständnis für die Welt ist etwas anderes als das. Gut, Abschluss, meine finale Folie quasi. Mögliche Einsichten aus meinem Vortrag von heute könnten sein, KI-Systeme werden mit dramatischer Geschwindigkeit besser. Ich glaube, das wird niemand bezweifeln, das ist mehr wieder Fakt. Verständnis dieser Systeme wird, denke ich, immer wichtiger. Wenn wir sie einsetzen, müssen wir verstehen, entsprechend, welche Entscheidungen getroffen werden. Ich denke, es ist eine notwendige Entscheidung, was wir wollen, dass diese Systeme können. Und wir uns klar werden, wo wollen wir dieses Thema ansetzen. Wir haben immer die positive Utopie und Dystopie-Seite. Das ist nicht die Sache, dass die Dystopie die Utopie schlägt. Und andersrum, wir sollten keine Angst haben, das sage ich nicht. Wir sollten uns aber klar werden, wo wollen wir diese Risiken eingehen. Und letztendlich würde ich sagen, die Debatte um das Bewusstsein von KI, die aktuell wieder auflammt, lenkt nur von den eigentlichen Herausforderungen von KI ab, die wir aktuell zur Welt haben. Daher möchte ich mich viel bedanken für den Vortrag und ja, mit 70 Minuten bin ich immer noch im Limit. Genau, Herr Lindner, auch vielen Dank für den Vortrag. Hallo? Ist gerade die Stimme etwas weg? Ich dachte, meine Stimme geht weg nach dem Vortrag. Sie können jetzt Fragen stellen. Statt jetzt hier mit meiner angeschlagenen Stimme viel zu reden, schaue ich mal in den Chat, welche Fragen kommen und würde das gleich ein bisschen moderieren. Dann können wir nochmal über die Fragen sprechen. Gerne. Wir hatten eine
Frage bereits, nämlich ob KI aktuell an der Börse eingesetzt wird. Und es gab die Vermutung, ja, sie würde eingesetzt, weil sich Börsenteilnehmer ja bereits auf künstliche Intelligenz stützen. Ja, definitiv. Also das ist immer die Frage, was heißt künstliche Intelligenz in dem Rahmen? Statistische Methoden, und letztendlich ist ja sozusagen ein ganz essentieller Teil von künstlicher Intelligenz, Statistik. Statistik wird eingesetzt, also der Millisekunden-Transaktion, die ja getätigt werden. Für die kommt es ja darauf an, dass sie zum Beispiel in New York möglichst nah an der Börse sitzen mit Glasfaserkabel, um ganz super schnell die Entscheidung zu treffen. Da sitzt kein Mensch, weil für den Mensch wäre es ja nicht entscheidend, ob ich eine Sekunde länger für die Kommunikation brauche, weil der Mensch viel länger braucht. Und ganz viele Programme am Machen, was genau, teilt uns natürlich niemand mit. Das darüber kann ich nicht kommentieren. Aber dass da irgendeine Art von künstlichen Intelligenzen und hochperformanten Systemen am Werk sind, dann hat man manchmal auch schon gesehen, dass es gewisse Börsenfluktuationen gab, wo die Börse dann gestoppt wurde, wo gesagt wurde, okay, da scheint etwas Amok gelaufen zu sein. Daher, ja, definitiv. Gut. Okay. So, dann haben wir noch eine Frage. Ist die künstliche Intelligenz eine Weiterentwicklung der Statistik? Also das ist, ich würde es nicht so unterschreiben wollen. Also da gibt es immer wieder sehr viel Diskussionen von Statistikern und Nicht-Statistikern. Da sind auch teilweise Physiker mit drin. Ich denke, künstliche Intelligenz ist mehr als reine Statistik. Es ist eine Art von Mustern, die wir erkennen. Aber auch da gehen wir ganz stark drüber hinaus, Stück für Stück. Es ist mehr als einfach ein Muster in Daten zu erkennen. Auch die Frage, wie verwende ich letztendlich diese Muster in den Daten? Wie bereite ich aber auch die Daten auf? Wie sammle ich Daten? Wie bringe ich all diese Sachen zusammen? Wie versuche ich darauf zu handeln auch dazu? Also ich denke, Statistik ist ein ganz zentraler Punkt von moderner künstlicher Intelligenz, aber bei Weitem nicht der einzige. Wer haftet für Fehlentscheidungen der künstlichen Intelligenz? Der Betreiber, der Entwickler oder der Nutzer? Da würde ich mich ganz diplomatisch zurückziehen und sagen, das sollten die Politiker entscheiden. Da wird ja immer viel diskutiert, sollten Wissenschaftler den politischen Betrieb mit definieren. Ich bin einfach der Meinung, das ist eine gesellschaftliche Frage, die zu klären ist, eine Haftungsfrage, die ganz zentral und essentiell ist, gerade wenn wir denken in Richtung autonomer Autos. Mir passiert irgendetwas in meinem Auto währenddessen, war ich schuld oder wer anders? War der Entwickler schuld? Also ich hoffe, der Entwickler wird nicht schuld sein, weil ich ja auch mehr wie ein Entwickler bin auf der anderen Seite. Aber das ist zu klären. Aber das maße ich mir nicht an. Gut, dann habe ich hier ein Statement, ich weiß nicht, ob das eher als Frage gedacht ist. Renaissance Technologies Funds basieren auf AI-Technologien, wenn man mehr reinschauen möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Frage gedacht war oder als Einwurf. Könnte ich jetzt zumindest nicht ganz zuordnen, in welche Richtung das jetzt irgendwie gemeint, weil da bräuchte ich mehr Kontext zu dann. Gut. Ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Nick Bostrom hat in seinem Buch Superintelligenz geschrieben, dass eine hypothetische Hochleistungs-KI so schnell denken könnte, dass sie Dinge schneller berechnen kann, als wir sie denken können und somit, während wir noch denken, schon fertig berechnet hat und damit quasi in einer anderen Zeit existieren könnte als wir. Ist natürlich sehr hypothetisch, aber wie könnte uns das beeinflussen? Interessanter Punkt. Ich hoffe, man hört Herr Bertram trotzdem weiterhin. Das klappt. Ja, okay. Ich sehe Nicken. Sehr schön. Man muss ein bisschen unterscheiden. Man hat ja sozusagen auch dieses Konzept beim Menschen irgendwie gesagt. Wir haben sozusagen dieses sehr schnelle, dieses intuitive Denken. Man sieht irgendetwas, ich sehe etwas, ich weiß sofort, das ist ein Tisch. Ich muss ja nicht drüber nachdenken. Tisch hat Beine und ich muss es nicht schlussfolgern. Ich sehe es und ich weiß es. Ich muss sozusagen ein Level in unserem Gehirn, was diese sehr schnelle Denkmöglichkeiten auch uns offeriert. Und dann gibt es ja für uns quasi ein mehr dieses logische, schlussfolgende Denken. Wenn ich zum Beispiel ein Sudoku habe, dann sehe ich nicht die Lösung sofort. Wenn ich ein Sudoku vor mir habe, fange ich an zu überlegen. Okay, da setze ich die 1 an, dann setze ich 9 ein und so weiter. Dann fange ich an zu kombinieren. Und aktuell die Art von diesen modernen KI-Systemen, die wir bauen, ist eher diese erste Art.
Diese quasi, man sieht etwas und weiß es. Es wird nicht viel drüber nachgedacht. Es gibt aber auch KI-Systeme der zweiten Art, die versuchen zu schlussfolgern. Ja, wirklich zu sagen, okay, was habe ich alles? Wie bringe ich alles zusammen? Wie muss ich planen? Wenn ich zum Beispiel einen Roboter habe, wie kommt der dann von hier in die Küche? Welchen Weg muss ich denn bestreiten? Also auch da gibt es verschiedene KI-Systeme, genauso wie wir verschieden denken. Die große, denke ich, Herausforderung ist, und das wurde auch schon einiges diskutiert bei uns in der Community, ist, wie kann man beides sinnvoll zusammenbringen? So wie wir Menschen jetzt halt flippen können. Ich kann ja beides zusammenbringen. Ich kann sehen, weil sofort wieder Raum ist und müsste sofort, okay, mehr oder weniger so laufen, um da hinten zur Tür zu kommen. Das braucht quasi eine gewisse Anstrengung, aber ich kann alles zusammenführen. KI-Systeme haben dann Probleme, diese beiden Sachen noch gut zusammenzubringen. Aber auch da gibt es Fortschritte. Aber ich würde nicht sagen, dass alles sofort da ist. Und auch vielleicht als weiterer Kommentar, bisher haben wir in unserem Gehirn immer noch eine höhere Kapazität prinzipiell als die größten KI-Systeme, die sie aktuell haben. Wir nutzen sie nur anders. In der weiteren Frage heißt es, mich beunruhigt die Dominanz der wirtschaftlich betriebenen Plattformen. Haben die Universitäten etwas dagegen zu setzen? Das heißt, könnten Wissenschaftlerinnen intervenieren, wenn die Entwicklung in eine ethisch denkliche Richtung tendiert? Und müssten wir nicht mehr interdisziplinäre Entscheidungsgruppen haben? Ich würde dafür plädieren, gemischte Teams zu bilden, zum Beispiel mit Philosophinnen oder anderen Geisteswissenschaftlern. Mhm. Sehr guter Punkt. Das sind also viele Fragen, so ein bisschen jetzt reingeworfen. Der erste Aspekt ist, wir Wissenschaftler können nicht intervenieren. Also erstens denke ich nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Ich denke, so eine Vorträge wie heute sind dafür da, zu warnen, Aufmerksamkeit zu schaffen, um den gesellschaftlichen Dialog und Diskussion anzuregen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, direkt zu intervenieren. Das sehe ich zumindest nicht als meine persönliche Aufgabe, was ich jetzt sagen würde, ich fange jetzt an, Google zu hacken oder sowas. Da gibt es ja sozusagen ganz offizielle Wege. Das sind eine Frage politische Entscheidungen, die damit reinspielen. Auf dem Level muss das geschehen. In dem Sinne haben wir keinen Auftrag. Wir hätten auch technisch nicht die Möglichkeiten zu. Wenn man sich überlegt, wie viel Milliarden Google als Unternehmen ist oder Facebook und alle die anderen auch und wie viel Geld zum Beispiel die Leibniz-Universität Hannover hat, das ist eine ganz andere Liga. Also wir hätten auch gar nicht die Möglichkeit, überhaupt mitzuspielen. Das zeichnet sich auch wissenschaftlich ab. Wenn man heutzutage auf große KI-Konferenzen guckt, ist das ungefähr 2/3 der Leute, es kommen von Unternehmen. Es gehen immer weniger Leute an den Universitäten. Die Universitäten sind auch schlecht, insbesondere in Deutschland, schlecht wettbewerbsfähig, um die besten Leute zu halten. Man bleibt hier, weil man Idealist ist, nicht weil man groß Geld machen will. Daher, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Zu den interdisziplinären Teams stimme ich auch vollkommen zu. Auch da gibt es immer stärkere Bewegungen, zu wirklich Diversität zu schaffen, Leute zusammenzubringen. Auch hier in Hannover gibt es genau solche Projekte, auch staatlich gefördert, auch, um das zu erreichen. Es ist auf der anderen Seite eben noch nicht ein breites Best Practice, könnte man sagen. Es ist noch nicht überall so durchgesetzt. Aber genau sowas ist zu entscheiden mittelfristig. Wer trifft Entscheidungen, wie was gebaut wird? Gibt es Kontrollinstanzen? Und wie sind die zusammengesetzt? Ja. Ist das Künstliche an der KI eigentlich nicht mehr als die Vorstellung des Programmierers, was Intelligenz ist, also seine eigene Intelligenz? Wie generiert die KI ihren eigenen Programmiercode? Okay. Also eine sehr schöne Frage. Der Begriff Künstliche Intelligenz ist stark umstritten. Also das ist selbst als dieser Begriff geprägt wurde vor vielen Jahrzehnten, war das schon damals nicht unbedingt sehr gern gesehen. Letztendlich muss man dazu gestehen, zumindest gut, jetzt bin ich mich jünger, ich habe das nicht alles miterlebt, aber was mir gesagt wurde, es war auch eine Marketingfrage. Künstliche Intelligenz war ein Begriff, der sich gut vermarkten ließ. Ob das wirklich diese Art von Künstliche Intelligenz irgendwas mit Intelligenz zu tun hat, das ist was ganz anderes. Letztendlich ist es, was ich gerne als Definition mag, ist zu sagen, Künstliche Intelligenz sind Programme, die nicht explizit für eine Aufgabe geschrieben wurden, sondern selbstständig aus den Daten heraus Entscheidungen treffen können. Und dann kommt man so ein bisschen davon weg, zu sagen, okay, es ist ja nicht so, dass wir es eins zu eins programmieren, zu sagen, okay,
der Roboter läuft erst links und dann rechts und dann sonst was, sondern der Roboter muss sich selbst überlegen, wir geben die Karte, die Objekte im Raum, wie finde ich selbstständig meinen Weg dadurch. Dann haben wir noch die Frage, welche Mengen an Daten benötigt man, um KI sinnvoll einzusetzen? Das hängt vom Anwendungszweck ab. Das kann man so im Allgemeinen gar nicht sagen. Es gibt Anwendungszwecke in der Produktion. Wenn ich quasi immer wieder dasselbe Bauteil habe, weil ich sozusagen sagen will, hat es einen Fehler oder nicht, dann reichen relativ wenige Daten im Verhältnis. Also wenn ich sage, ich will hier eine sehr mächtige Sprach-KI bauen, die mir irgendwelche Witze erklärt oder ein wirklich tiefes Verständnis dafür hat, dann muss ich quasi, was die Leute machen, ist das ganze Internet quasi suchen, alles mögliche an Texten zusammensammeln, um darauf dann für Wochen riesige Cloud-Ressourcen laufen zu lassen, um Sachen zu bauen. Aber das ist ganz anwendungsspezifisch, wie viel Daten ich dann. Schau hier nochmal in die Runde auf Fragen. Ich bin einfach begeistert. Dankeschön. Vielen Dank, war hier soweit nicht. Gut, damit wären wir mit den Fragen im Chat durch. Jetzt kommt noch eine. Ist es nicht eine Illusion, eine Kontrolle über KI-Anwendungen und deren Akteure zu erreichen? Illusion, warum? Also letztendlich muss man sich überlegen, welche Macht man eben den großen IT-Unternehmen zugestehen will. Es sind global agierende Unternehmen, die mit ihrer Möglichkeit, mit ihrer Manpower, mit ihrem Hardware-Einsatz, mit wie viele Leute da arbeiten, alles Mögliche, mit dem Kapital sehr viel bewegen können und sehr viel Druck auch auf Staaten ausüben können. Man muss eben sich überlegen, wie die Staaten quasi das Zepter in die Hand nehmen können. Digitalsteuer ist ja immer wieder so ein Begriff und so weiter. Wie können wir sozusagen auch diese Mittel, die wir haben, nutzen als Staat, um Einflüsse zu machen? Zum Beispiel, man könnte natürlich sagen, wenn eine künstliche Intelligenz nicht erklärbar ist, erheben wir eine Steuer drauf. Aber weil sie nicht fair ist, müssen wir eine Steuer erheben, um andere Sachen dazu kompensieren. Oder zu überlegen, dann wird die eben verboten hier. Ist die Frage, was will man machen? Und ich denke, der Staat hat Möglichkeiten zu steuern. Er müsste sie nur aktiv einsetzen und sich aktiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist für mich eher die Frage, wie viel politischer Willen ist aktuell da, weil es ja immer heißt, wenn wir zum Beispiel anfangen, in Deutschland das auszubremsen, dann verlieren wir den internationalen Anschluss und sind hinten dran. Kann man sehen, wie man will. Ich denke, wir würden nicht in dieselbe Richtung dann gehen wie andere Länder, wenn wir das tun würden. Vielleicht würden wir neue Wege beschreiten, vielleicht bessere, man weiß es nicht. Aber meine persönliche Meinung ist, Augen zu und weiter ist vielleicht nicht der optimale Weg. Dabei schließt sich die Frage an, was läuft heute bei KI falsch? Das Gehirn benötige kaum, Energie bei der Arbeit im Vergleich. Und nochmal der Hinweis, dass das Gehirn von unserem Körper der Bestandteil ist, der am meisten Kalorien verbraucht. Also gemeint ist, glaube ich, das Gehirn verbraucht doch kaum mehr Energie. Ja. Muss ich zugeben, jetzt bin ich kein Biologe. Ich kenne jetzt den Zusammenhang zu wenig, um zu verstehen, was genau in Gehirn passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie da genau der Wissensstand überhaupt der Wissenschaft ist, um das genau nachvollziehen zu können. Nach meinem Kenntnisstand ist, wir können es ja nicht eins zu eins nachholen. Mir ist nicht bekannt, dass es ein wirklich künstliches Gehirn gäbe in dem Sinne. Wir bauen immer noch auf Silikonchips und alles. Wir sind da immer feiner und das ist dann alles ein Nanometerbereich an den physikalischen Grenzen teilweise, was da möglich ist. Aber die Art und Weise, wie wir Computerchips bauen, ist ja einfach schon mal ganz grundlegend unterschiedlich, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Was wir dann tun, ist ja quasi softwaretechnisch, um drauf Gehirne mehr oder weniger zu simulieren. Wobei auch da die Analogie eigentlich sehr, sehr vage ist. Ich glaube, den Vergleich so eins zu eins zu ziehen, ist nicht fair in dem Sinne, dass wir es nicht so tun. Wir behaupten das gerne, indem wir sowas sagen wie künstliche Intelligenz, es klingt wie Intelligenz, es klingt wie Gehirne, aber eigentlich ist es fundamental was. Treibt uns die KI in den Transhumanismus? Den Transhumanismus, das müssen wir jemand definieren dazu. Den Begriff kenne ich nicht gut genug dafür. Dann muss ich den Chatsprache nochmal bitten, zu Transhumanismus nochmal einen Hinweis zu geben, was ja. Ich damit gemeint. Mach derweil mit einer weiteren Frage weiter.
In den 1970er Jahren lachte man Programmierer aus, wenn sie Endlosschleifen programmierten. Heute werden die Eingaben, Ausgaben und Massendatenverarbeitungen in die Schleife eingebaut und man nennt das KI. Ja, also das ist eigentlich sozusagen die Systeme, die wir bauen, sind dann nicht dafür ausgelegt, um fertig zu sein. Sie sollen kontinuierlich immer wieder Daten verarbeiten, sollen im besten Fall sich kontinuierlich weiter verbessern, sollen kontinuierlich immer als sozusagen Service da sein. In dem Sinne ist das vor allem eine Endlosschleife, die dauerhaft betrieben wird. Aber früher war der Gedanke ja was ganz anderes. Es war ja mehr so, hier, der Computer sollte die Aufgabe machen und wenn er fertig war, fertig. Und da war sozusagen das ganze Halteproblem, also sozusagen, dass etwas terminiert und fertig wird und auch garantiert fertig ist, was ganz anderes. Also man heutzutage sagt, man will etwas kontinuierlich weitermachen. Das Ziel ist ja nicht, etwas abzuschalten. Das Ziel ist auch nicht, die eine Antwort auszurechnen. Das Ziel ist es, immer wieder verfügbar zu sein. Daher ist das schon ein ganzer Gedankenwechsel, was da passiert ist. Gut, ich komme nochmal auf die Frage mit dem Transhumanismus zurück. Transhumanismus nennt sich eine vor allem von Naturwissenschaftlern, Philosophen und Futuristen getragene Bewegung. Diese setzt sich zum Ziel, die Entwicklung des Menschen durch Einsatz von Technologie und Pharmakologie über die biologischen Grenzen hinaus voranzutreiben. Die Frage war eben, ob KI uns in den Transhumanismus treibt, also sozusagen technische Verbesserung des Menschen. Habe ich noch nie so nachher. Muss ich jetzt mal so ein bisschen spekulieren drüber, meine Antwort, meine Meinung zu. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, also ich glaube, die Natur hat niemals vorgesehen, dass wir mit 200 Kilometer pro Stunde über eine Autobahn fahren. Ein Auto macht uns das möglich. Also in dem Sinne haben wir schon einen Transhumanismus dann erreicht. Wir haben heutzutage Möglichkeiten schon längst entwickelt, die dann von der Natur aus nie vorgesehen wurden. Daher, in einer gewissen Transformation befinden wir uns ja. Ich denke auch, dass mit all diesen ganzen von Smart Device, die wir haben, ob das Smartphone ist, ob das Laptop ist, das Navigationssystem im Auto ist, eine Änderung für Menschen stattfindet. Ich finde, das sieht man auch heutzutage schon sehr gut bei Jugendlichen. Also ich habe selbst eine Tochter. Es ist ein anderer kognitiver Prozess, der anscheinend heute abläuft, weil sie natürlich mit all diesen Geräten dauerhaft unterstützt werden. Sie müssen eine andere Art von Leistung heutzutage erbringen, weil sie auch anders unterstützt werden auf der anderen Seite. Also sozusagen, wir ändern uns, wir passen uns mit der Technologie an. Ob das zum Besseren oder Schlechteren ist, keine Ahnung, ist die Frage, gibt es das Bessere, wo wir hinstreben werden, evolutionstechnisch? Das ist dann wieder eine sehr philosophische Frage, denke ich, dahinter. Wir werden anders auf jeden Fall. Es gibt noch eine Frage zum Thema Film. Angesprochen sind die Filme Die letzte Entscheidung und Ich bin dein Mensch. Was kann man über deren Wahrheitsgehalt sagen? Muss ich zugeben, ich habe beide Filme nicht gesehen. Aber ich werde es mir beides merken und bestimmt mal demnächst anschauen. Müssen wir später darauf reagieren, ich kenne sie auch nicht. Also Antwort vielleicht später. Ja. Gut. Ja, damit sind wir durch den Chat durch. Wir haben viele Dankeschöns im Chat eben gelesen. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Lindauer, für den Vortrag. Schön, dass Sie heute dabei waren. Es gab zwischendrin die Frage, ob der Vortrag bereitsteht. Ja, wir stellen ihn auf der Seite online-ringvorlesung.de bereit. Ebenso die Folien können Sie auf der Seite abrufen. Es wird ein paar Tage dauern. Wir brauchen etwas Zeit, das dort einzustellen. Und dann können Sie es im Nachgang noch einmal ansehen. Ja, ich danke Ihnen für heute. Ich danke natürlich auch unserem Publikum hier vor Ort für die Beteiligung an der Online-Ringvorlesung. Ich freue mich, dass das im Sommersemester wieder zustande gekommen ist. Ihnen, Herr Lindauer, vielen Dank, dass Sie heute für diesen Abschluss der Online-Ringvorlesung bei uns gewesen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Genießen Sie noch die Zeit. Und seien Sie gespannt auf das Thema der Online-Ringvorlesung 2023. Damit gebe ich zurück nach Ulm. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Schön. Ja, vielleicht von uns aus auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank nach Hannover für den tollen Vortrag. Sie haben es ja gesehen im Chat. Viele haben sich für den tollen Vortrag bedankt.
Ich möchte mich auch noch mal ganz kurz bei unserem Kollegen Kai-Uwe Piazzi bedanken, der im Hintergrund immer für die Technik gesorgt hat und das jetzt auch noch während seines Resturlaubs, den er noch abfeiern musste. Also da noch mal vielen herzlichen Dank. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr uns wieder zu einem neuen Thema zusammenfinden würden. Das ist angedacht. Wenn Sie als Teilnehmende Ideen haben, schreiben Sie uns, welche Themenvorschläge Sie haben. Und ansonsten werden wir gemeinsam mit dem Vorstand bzw. dem Sprecherrat der BAG Viva darüber nachdenken und hoffentlich wieder eine so spannende Themenreihe finden wie in diesem Jahr. Vielen Dank und nochmal herzliche Grüße nach Hannover und in die Republik. Tschüss, Dankeschön. Ja, tschüss. Super. Was?